Hallo meine Freunde, ich habe die Grafikeinstellungen wieder ein bisschen runtergedreht. Aber ich kann auch eins sagen. Oh, da ist ein Tot. Swurf. Ich suche mal die Tots. Jetzt red schon. Meister Mario, blicke ja dorthin. Ein Wasserstrahl. Er kommt vom Himmel. Oh, Moment. Ist er heiß? Er will jetzt. Da ist nix. Ah, da ist aber was. Bleib mal stehen, Mann. Die Stadt ist überschwemmt. Wie kann nur so viel Wasser auf einmal vom Himmel fallen? Vom Himmel? Jetzt ist es mir egal, was passiert. Oh Gott, was ist denn jetzt wieder los? Oh, das sind die zwei Pinguine. Das wurde überflutet. Wer hätte das gedacht? Babsi scheint eine Menge Spaß zu haben. Ah, okay. Ich dachte nur, das wäre die Mutter. Ich kenne die Kanalisation. Da ist komischerweise noch alles normal. Da hat sich noch einer mit so einem Schwimmentren gerettet. Ich frage mich, ob einmal die Kisten weggespielt worden sind. Und der Typ. Ah, ich schmeiß meine Münze rüber und werfe. Nein, danke. Ja. Oh, da ist der Typ. Und bist du jetzt froh, dass die Boote wieder schwimmen? Die Boote funktionieren auch jetzt noch. Das ist fantastisch. Natürlich. Der macht hier voll den Freudentanz. Oh Mann, was für ein Zirkus. Ich bin froh, am Leben zu sein. Psst, wo sind die Kameras? Ich verstehe das jetzt nicht. Ah, oh, da sind die ganzen Händler. Super, und die beklagen sich jetzt, oder wie? Das ist nicht gut fürs Geschäft, meine Dorians verderben. Ich kann nicht sagen, dass ich diese Ausgelassenheit genoss. Was ist das? Es kommt kein Wasser mehr vom Berg. Er ist etwa ganz ausgetrocknet. Wir sollten froh sein, dass das Wasser alles wegwusch. Ja. Die habe ich vergessen. Pepperoni-Frau. Bis vor kurzem war das Wasser noch heiß. Es gab eine Menge Dampf, aber es hat sich abgekühlt. Alles klar. Der Typ, der macht auch einen Freudentanz. Halt, ich dachte, der Typ von der verlassenen Insel da drüben. Die ist auch unter Wasser. Ich wusste, dass mich die Strömung vielleicht herbringen würde. Und die hat mich nicht. Ja, super. Ich rede das aber nicht mit allen. Super. Und wie sieht es eigentlich da aus? Da hinten ist ein Holzpfahl. Habe ich auch noch nie bemerkt. Vielleicht ist da ja was Geheimes. Da ist auf jeden Fall so ein Vogel. Ja, super. Da ist tatsächlich so ein Baumstumpf, ey. Okay, gehen wir wieder zurück. Okay, ich würde sagen, da ich erst die Insignien abgeben will, gehen wir erst ins letzte Level, obwohl es eigentlich davor gesehen wäre. Deswegen gehe ich jetzt nochmal schnell in Level rein und wieder raus. Oh man, totale Überschwemmung. Hä? Wir können nicht mehr nach Monte Bianco. Scheiße. Das ist jetzt blöd. Oder nach Porto Doro können wir auch nehmen. Okay, dann müssen wir wohl oder übel wieder zurück nach Lido Sirena. Nur kurz, um den Kurs wieder dann zu verlassen, damit ich immerhin die Insignien wieder abgeben kann. Tut mir leid, muss aber so sein. Ja, ich habe mal gerade den Disc-Ding. Und danach machen wir den letzten Boss. Und vielleicht habe ich sogar ohne einmal Game Over gegangen zu sein. Yeah. Kurz verlassen.
Verdammt, ich muss da rein. Okay, ich würde sagen, ich gehe da rein. Wenn ich es vom ersten Anhieb nicht schaffe, gehe ich wieder raus, um den Siegnien abzugeben. Wenn es klappt, mache ich halt den Boss. Und den Insignien, naja, sagen wir so, wir rechnen da selbstständig zu der Insignienzahl einfach mal nochmal plus 3, ja, damit sich der richtige Wert dann ergibt. So kann man das machen und so machen wir das auch. Aber wir machen jetzt kein Kuddelmuddel mehr, wir gehen jetzt ins letzte Level. Und zwar Colina Corona. Jawoll. Shit. Ah, Mann, das will Mario wieder nicht. Er will wieder dafür sorgen, dass ich uncool rüberkomme. Aber wir wissen selber, Mario, ich bin eh cooler wie du. Denn anders wie du brauche ich keine Spritze, um auf dem Haus hochzukommen. Ich kann so ein gutes Ding benutzen, nennt sich Leiter. Ah, der ist dieser Mario Morgana. Ich hab dich doch im letzten Part auch mit. So, der schwerste Level. Sag bloß, es sind noch blaue Münzen. Ich werde nicht alle holen, nur die gerade auf dem Weg liegen. Wie viel habe ich eigentlich gerade? 36. Okay. Kann ich auch überspringen. Oh ja. Voll. Oh, schnell weg hier. Und eine blaue Münze. Dass ich hier noch blaue Münzen finde. Ich würde sagen, wir nehmen den Weg. Ich gehe mal lieber nicht mit. Ich, wer weiß, wo das hinführt. Das darf nicht euer Ernst sein! Ja, Gott sei Dank noch mal. Oh nein, ich gehe ganz sicher nicht. Ja, down. Nein, ich nicht. Ohne mich, Buddy. Solange ihr immer ein Leben haust, bin ich unverwundbar und unsterblich. Ja. So viel zum Thema. Ja. Jetzt kommt der schwierigste Teil. Und zwar müssen wir jetzt das Boot hier durch eskortieren. Durch die ganzen starken Felsen vorbei. Und die ganz mächtigen Abenteurer machen umrunden dann auch die Insel, zu der wir eigentlich müssen, um die blauen Münzen einzusammeln. Hier ist noch ein Leben. Geil, haben wir wieder 7. Okay, das muss jetzt ganz gechillt abgehen. Falsch, falsch, falsch. Okay, okay. Wir nehmen den linken Weg. Jetzt müssen wir rechts. Nee, wir müssen immer noch links. Jetzt müssen wir aber ganz stark nach rechts driften. Wie bei Mario Kart, nur ein bisschen langsamer. Und das war scheiße. Da ist noch eine blaue Münze. Die hole ich noch. Die anderen in der Mitte. Das ist einfach zu schwierig für mich. Das heißt, wenn ich sie krieg, aber ich krieg sie nicht. Deswegen scheiß drauf. Wie viel wären hier? 1, 2, 3, 4, 5? 6 mit der anderen. 7, 8, 9, 10. 10 Münzen wären hier, maximal. Super, davon habe ich jetzt eine mitgenommen. Aber nein, ihr könnt mich. Macht's selbst, aber ich mach's nicht. Ich bin nicht lebensmüde oder so. Ich möchte ja nicht mein Leben für so einen Dreck verschwenden. Und das war scheiße. Nein, es war richtig. Jawohl, und jetzt zur letzten Münze und wir auch der letzte Boss. Ganz einfach.
bei Bowser Jr. mit seinem Vater. Wer das wohl ist? Natürlich der richtige König Bowser. Oh Gott, ist der groß geworden. Sie haben die Original-Schrei-Sounds von Mario 64 genommen. Ist derselbe Sound von Mario Kart 64. Aber das ist verdammt schwierig. Aber die Bossmusik ist einfach nur geil. Wir müssen aufpassen, dass wir nicht, oh Gott. Dass wir halt nicht Fehler machen. Könnte sein, dass ich danach noch die Credits laufen lasse. Ich muss da hoch. Wow, wow, fliegt nicht runter, Mario. Nein! 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 Geh wieder da lang. Autsch! Scheiß! Kacknoob! Verdammt! Okay, wer kennt's? Sorry. Okay, ich geh grad zuvor. Ohne mich Bowser. Solle. Guck mal, deinen dann kann ich ihn hier austricksen. Ah, verdammt. Überspringen wir einfach. Hey, hätte ich jetzt eigentlich auch vorhin tun können. Ach, ich bin doch eine Lusche. Wie jetzt? Jawoll. Geh da rein. Dann geh eben nochmal da rein. Geh nochmal so tot. Flieg nicht runter. Überspringen die Flammen. Das ist leichter. Hoch mit uns. Leichtester Boss. Und ich hab das ganze Ding ohne Game Over geschafft. Yeah! Und die Heiligstelle und Siegling ist wieder frei. Und Peach mit ihrem Regenschirm, den sie jetzt aufgespannt hat, um da in Hoffnung zu fliegen. Aber wir haben es geschafft. Ist halt schade, wenn es jetzt asynchron ist, aber egal. Kann nichts dafür, mein Computer ist eben nicht der beste. Ich werde mir eines Tages mal einen neuen kaufen. Vielleicht übernächstes Weihnachten. Du warst der beste Assistent während jetzt meiner gesamten Let's Player-Karriere. Wir haben es geschafft, Leute. Der Böse ist besiegt. Und mein Nacken ist nicht steif. Und alle freuen sich. Von überall her sind sie gekommen. Der alte Opa aus dem Bayer-Paradiso und der alte Zirkusdirektor. Und die zwei Typen. Junior, I've got something difficult to tell you about Princess Peach. I know, she's not really my mama. Someday, when I'm bigger. I wanna fight that Mario again.
That's my point. Well put, son. The Royal Cooper Light is as strong as ever. But for now, let's just rest a while. Okay, wir haben es geschafft. Oh, bei Lido Sirena sind wir. Oh yeah, unser Typ ist wieder da. Unsere Spritze. Ja. Satoru Iwata und Shigeru Miyamoto und Takashi Tezuka. Und so weiter, wenn es da noch so alles gibt. Na, jawohl. Lass uns noch die schönen Bilder genießen. Ich glaube, letzten Endes ist es ja nicht so lange. Aber ich hab mal gehört, man kann sogar noch mal auf Isla de Pista kommen. Also die Insel ganz am Anfang vom ersten Part. Ich habe mal gehört, dass man da noch mal hinkommt. Irgendwie kann man das. Aber ich weiß nicht wie. Schade. Ich hätte sie zu gerne nochmal gesehen in dem Let's Play. Aber egal, es ist vorbei. Jetzt muss ich nur noch Mario Kart Double Dash fertig aufnehmen. Ich hoffe, man hat mir schon ein paar gute Themen geschrieben. Ansonsten wird es wieder so langweilig wie immer. Tja, das Let's Play lebt eben auch von euch, meinen lieben Abonnenten. Ich bin nicht der Einzige, der hier was dazu muss. Ah, Timo Larry, er hat meinen Vornamen. Oh. Da waren auch ganz schön viele dabei. Tja, das war's. Kommt noch ein Bild? Nö. Okay. Für dieses Mal. Oh oh, da ist das eine. Stimmt, wir haben ja jetzt ein neues, aber Palmer ist schon nicht dabei. Schade. Ja, das soll gespeichert werden.